und herzlich willkommen zurück zu Hardcore Köbel. So, wir sind ja hier quasi gerade beim Ausliefern unseres Passenger-Moduls. Und ich würde sagen, um die Sachen fertig zu bekommen, müssen wir mal noch ein bisschen was klären. Nämlich müssen wir einmal zusehen, dass wir hier auch ein ordentliches Ziel gesetzt bekommen. Wo ist es denn? Da. Und haben wir irgendwas zum Kontrollieren? Nö, ne? Wir müssen quasi genau ins Gegenstück gehen. Okay. Also den schon mal ein bisschen positionieren hier. Oh, halt, halt, halt. So. Dann bitte aber auch so bleiben. So, dann brauchen wir den Bill. Jetzt wartet mal. Was ist denn hier auf den Bills Inventory? Und was ist auf Pits Inventory? Wir könnten nämlich mal einen von denen hier rüber nehmen, glaube ich. Das hilft uns eine Weile zum Arbeiten. So, wir müssen jetzt nämlich mal gucken. Monopropellant haben wir auch nicht so viel. Okay, also die Idee wäre jetzt, dass wir zum Zusammenbasteln erstmal gucken, dass wir hier sowas wie Docking-Ports hinschaffen. So, irgendwie beginnt sich das jetzt aber hier alles zu bewegen. Also machen wir mal lieber schnell. Und zwar muss ich meinen Schraubomaten equippen. So, oh Gott, nicht zerquetscht werden hier, ne? So, und dann müssen wir einmal das da abnehmen und ranbauen. So, damit haben wir einen Docking-Port. Und jetzt bewegt sich das aber irgendwie voll auseinander, oder? Verdammt! Hey, das war so nicht geplant, Freunde. Das war nicht der Plan hinter der ganzen Geschichte. So, habe ich eigentlich mehr Live-Support durch das Ding jetzt? Irgendwie nicht, ne? Unequip. Ich dachte, der hat jetzt hier so ein Super-Eva-Pack mit voll viel Super-Eva-Stoff. Verdammt. Scheint nicht so zu funktionieren. Okay, aber wir haben einen Docking-Port erstmal dran. Jetzt müssen wir natürlich noch den zweiten erstmal sauber hinbekommen. Den können wir einfach umdocken und dann ist das Ding dran. Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich so ein großes Teil angebaut bekomme. Pock. So, kleiner Impuls nach unten. Das Teil hoffentlich. Hoffentlich ein bisschen wieder in Richtung vom Bastelorbiter zu bringen. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Ich mache jetzt mit ihm hier mal ein bisschen Platz. Warum ist er eigentlich. Das ist doch dieses erweiterte Oxygen-Dingsbums-Pack, oder? Müsste ich da nicht ein bisschen mehr von haben? Warum tut er das nicht? Droppen will ich es auch nicht. Okay. Jetzt schauen wir mal. Also, das ist was ganz anderes. Bastelorbiter ist prinzipiell nicht schlecht von der Idee her. Das ist die Station, zu der wir hin wollen. Das heißt, wir müssen uns grob dahin mal ausrichten. Und es wäre prinzipiell wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn wir diesen Speed hier mal ein bisschen killen. So. Grob auf die Station ausrichten. Und dann machen wir das mit der Station noch genauso, nämlich in die Gegenrichtung. So, und richten uns auf die Anti-Target aus, weil ich bin ja. Ach nee, jetzt habe ich einen Docking-Port. Jetzt kann ich ja hier. Control from here. Ich hätte gern so. So, wie schlimm ist es? Eigentlich gar nicht so schlimm, oder? Die sind doch relativ nah beieinander. So. Gut, dann jetzt bitte. Vorwärtsmarsch. Wenn auch nur ein bisschen. Und jetzt holen wir uns den armen Bill, der jetzt ganz schnell einen Dockingport vorbereitet. Aber ich glaube, so schnell muss er gar nicht sein. Ich glaube, so viel Gas haben wir gar nicht gegeben. Aber wir können da schon mal hin, sicherheitshalber. Einfach nur, um sicher zu gehen. Irgendwie bin ich aber unzufrieden mit dem Etherpack. Das Expanded Etherpack sollte eigentlich dafür da sein, dass das cooler funktioniert, nicht, dass es nur 6 Stunden funktioniert. Naja, gut. Na gut. Wir beschweren uns mal nicht. So, da sind Docking-Ports. Das heißt, was wir jetzt machen können, ist uns hier irgendwo festhalten erstmal. Bis die Manöver soweit geschafft sind. Ha, ISS steht da dran. Wie putzig.
Das ist mir noch nie aufgefallen. Euch schon mal? So. Halt dich bitte jetzt fest. So, und bitte nicht allzu viel Impuls auf die Station bringen. Dankeschön. So, jetzt müssen wir wieder diese andere Dings. Ups, nee, du nicht. Jetzt ist so ausgerichtet. Bastelorbiter, so. Jetzt schauen wir nochmal, es wäre doch gelacht, wenn wir den nicht dazu bringen können, dass er sich langsam aber vorsichtig annähert. Ein bisschen runter. Ein bisschen runter. Aber nicht so langsam, wie ich mir das eigentlich gedacht hatte. Aber es ist mal besser als nichts. So, 16 Meter, 15 Meter, das heißt, wir haben nicht so viel Zeit. Nicht so viel Zeit, wie ich gedacht hätte zumindest. Bis es hier gleich einen Autounfall gibt. Okay, das heißt, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Inventory. Equip. So, jetzt müssen wir ein bisschen schnell sein. Und den Dockingport quasi anbauen, bevor das Ding da aufschlägt und abprallt. Damit ein Docking stattfinden kann. Dafür grabben wir uns den mal. Und komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Shit, ich bin zu weit weg. Grab. Habt ihr das gesehen? Das war quasi im Docking-Manöver angeschraubt. Okay, es war jetzt nicht ganz sauber. Den müssen wir gleich nochmal entdocken. Aber... Ha, wir haben quasi ein Heldenmanöver vollbracht, möchte ich mal sagen. Naja, knapp zumindest. Also, jetzt müssen wir einmal nochmal aufpassen, dass wir hier keinen zu großen Unsinn bauen. Und zwar möchte ich jetzt mich gerne hier festhalten, denn ich will es auf der anderen Seite machen. Ha, wie cool war das denn? Habt ihr das gesehen? Das war quasi schneller geschraubt, als gucken konnten. Das ist super schief, aber es tut erstmal, was es soll. So, und jetzt... Die attachen wir uns gleich nochmal und bauen das auf den ordentlichen Node um, dass wir dann quasi die Anlieferung machen. Und wir erinnern uns dann einfach mal dran, dass ich bitte für alle weiteren Missionen dieser Art gerne auch ACS mitnehmen könnte einfach, ne? Weil es dann nicht ganz so scheiße wäre. So, wir wollen ein Undock machen. Jawohl, das ist prinzipiell okay. Jetzt wollen wir hier rüber zu Bill. Genau, das ist auch okay. Bill soll dann loslassen. Und Bill soll jetzt diesen Dockingport quasi umbauen. In die Mitte. Jetzt ist er ja nämlich schön nah dran, da wo er soll. Und dann machen wir einfach ein neues Docking-Manöver. In ordentlich. So, Bill. Alles klar, Aufgabe erkannt. In diesem Sinne, detachen wir den. Graben uns den. Nehmen uns Note sauber und zack, mittig dran. Hervorragend. So, für eventuelle Korrekturen kann Bill nochmal kurz draußen bleiben. Einfach nur, weil es auch cool aussieht, ein Docking-Manöver zu fliegen, wenn ein Körbel noch außen an der Bordwand hängt. Zack. So. Bastelorbiter, das bin ich, das bin ich. So, und wir wollen von hier kontrollieren und wir wollen das als Ziel setzen. Zack. Da ist natürlich hier unser Retro. So, und dann ist hier unser Target. Gucken. Von wo kommt er? Von da kommt er. So. Ja, das wird reichen müssen. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber ich glaube, das reicht. Ja, Bill ordentlich festhalten. Das könnte jetzt ein bisschen wackeln am Helm. Haha, wie cool sieht das aus. Tütüt. Und, ja, er überprüft das. Millimeterarbeit. Millimeterarbeit. Bill hängt über den Rand und guckt. Jawohl. Sieht gut aus, sagt er. Wir haben einen Dock durchgeführt. So, und ich würde sagen, dann darf Bill jetzt aber auch mal wieder rein. Und, ach, eigentlich kann er ja gleich hier drin wohnen bleiben, ne? Das ist ja jetzt so quasi hier die neue Abteilung, in der Leute ziehen können. Zack. Und dann haben wir jetzt eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht, die Anforderungen erfüllt. Ich glaube, ich habe schon wieder Körbels geklont. Wartet mal. Ja, Bill ist auch drin und draußen. Hallo Bill. Ja, irgendwie habe ich ein Talent dazu, Körbels zu klonen. Gut, theoretisch müsste ich jetzt hiermit... Müssen wir gucken. Haben wir sonst noch irgendjemanden? Ben sitzt hoffentlich da drin. Nee, warte mal.
Pitt sitzt da drin, ne? Ben hier? Ach, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir können natürlich auch einfach nachgucken. Wo ist denn die Tür? Da. Ben sitzt hier drin. Okay, Ben wäre also quasi der Pilot, der zurückfliegt. Decouple Node ist okay. So. Damit haben wir das Ding getrennt. Wir hätten natürlich das ACS-Fuel einfach mal mitnehmen können. Wir hätten noch eine Kuhle abtrennen fliegen können, aber es ist auch egal. So reicht auch. Dann können wir schon mal den Orbit langsam retrograde gehen. Uns ein bisschen von der Station entfernen. So, und wir haben unser neues Modul an der Station abgeliefert. Und es erfolgreich dort angebaut. Das sieht auch schon mal gar nicht schlecht aus. Und das ist sogar mittig. Also, ich habe nämlich neu gelernt, wenn man R drückt, kann man quasi so ein Node erzeugen, auf den das sauber gefixt wird. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, einmal, um Bills Klon hier loszuwerden, wahrscheinlich zur Dings und zurück. Also zum Space Center und zurück. Sonst wird uns Bills Kopie dafür immer verfolgen und dann ist danach hoffentlich Bills Kopie verschwunden. Wie gesagt, ich hoffe es zumindest. So. Und wir gehen zurück zum. Jetzt heißen die beide Bastelroboter. Ist ja schwierig jetzt. Ich glaube, das ist er. Jetzt hat er den Namen übernommen durch unser Docking-Manöver und das Umdocken. Schauen wir mal, haben wir es richtig erwischt? Das ist tatsächlich der Bastelorbiter. Wir wollen aber den Bastelorbiter-Ship und wir würden gerne es wieder das nennen, was es ist, nämlich die Minmus Station. So, und jetzt gucken wir mal. Theoretisch müssten wir jetzt eigentlich alles erfüllt haben. Jupp, außer im Orbit von Minmus. Da muss es noch hin. So, und was wir jetzt aber noch machen könnten, wäre hier noch einen Docking-Port anbauen, wenn wir schon mal dabei sind. Und eigentlich kann Bill das schon mal direkt übernehmen, ne? Der alte Engineer. Denn wir haben noch ein bisschen Zeit und wir haben auch noch genug Docking-Ports, die hier rumfliegen. Jetzt muss ich die Nummer so nach und nach hier rüberbringen. Und Gott sei Dank können wir das natürlich auch im Dunkeln machen, denn wir haben ja unser Außenlicht. So. Jetzt mal gucken. Also, ach nee, jetzt erstmal einmal die alte. Was ist denn hier los? Oh. Was ist hier los? Hat ja kein Inventory, der Container. Hat mein Zeug deswegen geschluckt. Das wäre nicht so schön, wenn es da so wäre. Was ist hier los? Oder hat meine Kopie alles gefressen? Auch das wäre ganz fürchterlich. Mein Werkzeug. Mein geliebtes Werkzeug. Bills Inventory. Nix. Wie Sie sehen, grob nix. Oh nö, ne? Mein Werkzeug, das ist auch teuer. Bills Inventory. Nichts. Alter. Pits Inventory. Pit hat noch ein Dings. Okay, warte mal, Pit, du musst mal ganz kurz da raus. Transfer Crew. Transfer Crew. Pit Kerman. Darüber. Dankeschön. So. Alter. Puh, Transfer Crew Bill Kerman darüber. Bills Inventory. Alter. Pits Inventory. Okay, wir wollen jetzt das dahin haben und das auch noch dahin. Was alles weg, ne? Das ist voll mies. Das ist richtig mies. So, Bill. Jetzt aber trotzdem mal das, was du tun solltest, nämlich Dinge bauen. Okay, ist alles noch da. Voll blöd. Voll blöd, dass das jetzt einfach verschwunden ist, weggebackt quasi. Durch seinen Klon. Und wir könnten natürlich mal, wartet mal, während er da so rumschwebt.
Kann man hier nicht Licht anmachen? Ich dachte, hier kann man Licht anmachen. Schade. Na gut. Gut, dann bauen wir mal weiter. Jetzt aber auch wirklich. Diesmal mit echtem Werkzeug. Und wir bauen uns als erstes mal einen sauberen Dockingport. Da hinten ran. Langsam werden ja diese ganzen Dinger hier, die wir. Hopp. Zack, erstmal da drüben ran. Ja, kommt ganz schön ins Wackeln, die Geschichte. So. Langsam werden ja die Dockingports auch mal wieder ein bisschen knapper. So. Zack, fertig. So, sehr schön. Dann haben wir jetzt noch da hinten so ein paar überschüssige Dockingports. Aber eigentlich könnten wir die jetzt auch wieder einpacken, oder? War nicht das Problem, dass wir nicht genug Platz hatten, aber das müsste sich ja jetzt eigentlich erledigt haben. Hätte ich gedacht. Mal gucken. Oder? Hier war noch das Inventory Full Problem. Das ist ja jetzt erledigt. So, schauen wir mal, ob das so funktioniert. Ja, kann man wieder einpacken. Sehr schön. Sehr schön. Gut, dann machen wir das gleich mal noch mit dem anderen Dockingport hier. Ah, shit. Muss ja noch ein bisschen näher ran. So, dann ist hier nämlich mal das Ding nicht mehr wie so eine Comicfigur, sondern wieder wie eine echte Raumstation. Und wir haben noch paar Docking Ports auf Reserve. So, jetzt muss ich mal gucken, wie viele. Huch, vielleicht jetzt hängen. Haben wir alle erwischt oder hängen noch irgendwo Docking Ports dran? Swoop. Nö, sieht alles gut aus soweit. Also, wir haben jetzt eine vernünftige Anzahl an Docking Ports. Das heißt, wir können Dinge anbauen oder Raumschiffe andocken. Wir können noch Dinge versteifen potenziell. Auch das ist ganz cool. Also, wir können auch so Struts ranbauen. Da haben wir nämlich auch noch ein paar von in Reserve. Und alles, was wir jetzt noch brauchen, sind genug Delta V, um damit in den Minmus-Orbit zu fliegen. Und die können wir hier unten quasi andocken. Ne? Das spricht ja überhaupt nichts dagegen. Guti, das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Jetzt sucht sich der arme Bill erstmal wieder einen geschmeidigen Eingang zurück in die Station. Und dann würde ich sagen, setzen wir uns nächste Folge mal dran, eine kleine Antriebsstufe zu bauen, die wir hochbringen, um dann unsere Station in Richtung Minmus zu verfrachten. Boah, jetzt hängt der da schon wieder draußen dran, ne? Bills Inventory ist schon wieder leer. Und wir bringen natürlich noch einen neuen Schraubenzieher und alles, was man so braucht, mit nach oben, weil die Bugs uns heilig sind. Ich glaube, es liegt irgendwie an diesen Rucksäcken oder so. Bills Klon da draußen hat jetzt irgendwie das ganze Zeug. Aber Bills Klon ist quasi nicht erreichbar für uns. Also wir können nichts anfangen mit Bills Klon. Ach, die Bugs. Die lieben Bugs. Okay, also wir haben jetzt erstmal keinen Schraubenzieher mehr. Aber das ist halt so, da lernen wir mit zu leben. Und bringen in der nächsten Fuhre auch noch ein bisschen Werkzeug mit für die Crew. Und ich glaube, wir müssen mit diesen Universal Ether Packs ein bisschen aufpacken. Passen, die scheinen nicht so richtig gut zu funktionieren. Aber in diesem Sinne, ein bugfreudiges, gutes und schönes Hallo zur neuen Woche und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge Hardcore Köbel. Bis dahin, mein Name ist Robert und tschüss.